Mein Name ist Ilse Bug und meine Geschichte spielt in Afghanistan. Ich muss kurz vorher noch sagen, wie sie zustande kam. Veli Mohammadi sitzt hier bei uns und er wohnt auch bei uns und er kocht einen sehr leckeren afghanischen Reis. Und als er so kochte, da hatte er das Smartphone neben sich und hörte eine afghanische Musik, Hirtenmusik, Flötenmusik. Und ich sagte, die ist aber sehr schön. Und dann erzählte er mir diese Geschichte, die eine wahre Geschichte ist. Ich habe dann nachgeschaut, Malika ist der Name des Mädchens, das ist Farsi. Und es bedeutet Königin. Zu laut. Ach, guck mal, April. So wie der Hirte. Im Frühling solltest du in unser Dorf kommen. Du würdest nie wieder weggehen wollen. Ein süßer, verführerischer Duft erfüllt die Luft. Soweit das Auge reicht, bedecken rote Blumen die Hügel bis hinunter ins Flusstal. Der Blütenteppich wiegt sich sanft im Wind. Da möchtest du zum Dorf hinaus tanzen, weit hinaus über die Felder, bis zum Fluss hinunter. Von der anderen Seite des Flusses, wo im Frühling saftige Wiesen sind, muss am Abend Zeit Khan, unser Hirte, kommen, auf seinem Esel, eingehüllt in den Hirtenmantel und hinter ihm die Tiere unseres Dorfes, die Ziegen, und all die blökenden Schafe mit ihren Lämmern. Sie fluten zusammen und strömen auseinander, getrieben von den Hirtenhunden. Kannst du die Flöte hören? Keiner spielt sie so meisterlich, so weich und klar wie seit Khan. Er spielt sie seit seiner Kindheit, ganz alleine hoch oben in den Bergen und jeden Abend, wenn er die Tiere nach Hause ins Dorf bringt. Malika hört Seids Flöte. Sie ist ihr vertraut. Doch in diesem Frühling ist alles anders. Die Flötentöne berühren sie tief in ihrem Herzen. Sie verwirren das Mädchen. Sie spielen mit ihr. Als sie zum Tor geht, um das Gatter zu öffnen, damit ihre einzige Ziege hereintrotten kann, wagt sie nicht zu Seid hochzublicken. Sie spürt ihre Wangen erröten und schämt sich. Schnell schließt sie das Gatter, bindet das Tier an und melkt es. Die dampfende Milch trägt sie ins Haus, wo sie ihre Geschwister mit Brot verzehren. Auch in der Nacht schwirren Seids Flötentöne durch ihren Kopf. Malika erwartet ungeduldig den Morgen, wenn sie die Ziege wieder ans Tor bringen wird. Ja, in diesem Frühling hat sich Malika in den Hirten Seid Khan verliebt. Es wird Sommer. Der Fluss versiegt, das Gras wird spärlich. Seid Khan ist mit den Tieren hoch in die Berge von Balachan gezogen. Die Flötentöne sind verstummt. Doch wohin soll sie, ein Mädchen, mit ihrer Liebe? Da wird im Dorf eine Hochzeit gefeiert. Alle Frauen und alle Männer sind da.
Hier vertraut sich Malika ihrer besten Freundin Fatima an. Bald kommt Fatimas Mutter zu Malikas Mutter. Diese fasst sich ein Herz und sagt es ihrem Mann. Doch der schlägt seine Tochter. Was glaubst du, wer sucht dir einen Mann? Das bin nur ich, dein Vater. Da verlässt das Mädchen alle Freude. Die Sonne brennt immer heißer auf die Erde. Der Boden ist trocken und staubig. Alles grün, alle Blumen sind verschwunden. Voller Sehnsucht wartet sie auf den Herbst, auf die Rückkehr seit Karls. Der Hirte hat von Malikas Liebe und den Schlägen ihres Vaters gehört. Er weiß, dass er, ein armer Mann, nie von Malikas Vater erhört werden würde. So wendet er sich an seinen Herrn, für den er unzählige Schafe hütet. Er ist ein guter Herr, der seinen treuen Hirten schätzt. Dieser reiche Mann geht zu Malikas Vater. Gib meinem Hirten seit Kahn deine Tochter, und ich schenke ihm ein Stück Land, worauf mein Hirte ein Haus bauen wird. Und so geschieht es. Noch im Herbst baut seit Kahn mit allen Männern seiner Familie ein Haus. Und im Frühjahr, als die roten Blumen wieder das Land bedecken und mit ihrem Duft die Sinne verwirren, wird Malikas und Zeit Kahns Hochzeit gefeiert. Als es Sommer wird und das Gras im Tal verschwindet, ziehen beide auf ihren Eseln mit den hungrigen Tieren auf die Hochebene von Balachan, wo sie saftiges Gras und würzige Kräuter finden, wo die Quellen nicht versiegen. Wenn die Nacht hereinbricht, liegt Malika auf den Matten eingehüllt in ihren Hirtenmantel. Die Sterne leuchten hell, zum Greifen nah. Der Schein des Mondes schimmert auf den Schafen wie frisch gefallener Schnee. Und ihr Mann, der Hirte seit Kahn, spielt auf seiner Flöte über die stummen Berge nur für sie. Für Malika, die Königin.